Hallo meine kleinen Zombies, es ist mal wieder Haultime. So, ja, ich war für ein paar Tage bei meiner Mama und da waren wir sehr viel shoppen und meine Mama ist so spendabel, die hat das alles für mich bezahlt. Also ein, zwei Dinge habe ich selbst geholt. Und mein Mann und ich waren noch auf dem Trödelmarkt vorhin und das wollte ich euch alles mal zeigen. Und damit keine Gerüchte entstehen, warum mein Ringfinger nicht mehr da ist, sondern hier, der flutscht mir einfach so vom Finger runter. Der ist, wenn ich eine schnelle Handbewegung mache, flups, fliegt der weg. Deswegen muss er jetzt dahin. So, fangen wir mal an. Das wird, denke ich mal, ein bisschen querbeet. Wir waren in so vielen Geschäften. Ich fange jetzt aber mal mit dem Trödelmarkt von heute an. Da habe ich einmal das hier gefunden. Gute Laune Bambusbecher. Und ich habe gerade mal im Internet geguckt nach diesem Grafikwerkstatt. Das Ding kostet mal eben 17 Euro. Und ja, ich habe das für 5 Euro bekommen. Wird aber verschenkt zu Weihnachten. So, dann werde ich mal eben die Tasche auspacken und euch alles zeigen. So, für 1 Euro habe ich auf dem Trödel dieses Spooky House Set gefunden. Da kann man sich so kleine Häuschen draus machen. Aber ich werde die, denke ich mal, als kleine Täschchen umfunktionieren, dass man da ein Goodie reintun kann. Das klemme ich mal dahin. Und dann habe ich mir noch Manga geholt, die Schokohexe. Also ich kenne das jetzt überhaupt nicht. Aber ich fand das so süß. Und ja, dafür habe ich 2 Euro bezahlt. Das Ding hier ist im Weg. So, das habe ich nicht vom Trödel. Die hier habe ich vom Trödel. Das sind solche Folien. Und hier drin war noch eine Packung Folien. Die kann man bedrucken. Also könnte ich da vielleicht was für meinen Shop machen. Und die solche Folien benutze ich halt auch gerne als Täschchen für Alben oder so. Da sind die auch perfekt für und dann kann man mit so einem wasserfesten Marker draufschreiben und dann sieht das süß aus. Jetzt muss ich erstmal gucken, wohin damit. So, und dann habe ich ein Schnäppchen gemacht. Für 3 Euro habe ich dieses komplette Set hier bekommen. Da war ein Acrylblock drin, ein schwarzer Stempelkissen, diese Clear Stamps. Und dieser ganze Batzen, ja, Stempelkissen in allen möglichen Farben und das zusammen für 3 Euro. Und zu guter Letzt für 2 Euro, ich fand die einfach niedlich. Das ist von Ribella, so eine Jutebeutel. Ich hoffe, ihr erkennt alles, das Licht ist irgendwie merkwürdig. So, das ist die Rückseite und hier oben ist noch ein Schleifchen dran. So, das war das vom Trödelmarkt und jetzt zeige ich euch, was ich mit meiner Mama zusammen geshoppt habe. Das wird jetzt alles ein bisschen querbeet, weil ich habe hier einen riesen Stapel Zeug auf meinem Schreibtisch und ich habe nichts sortiert, deswegen geht es direkt los. Dieses Washi-Tape, das ist von Folia, also denke ich mal, dass das von Rossmann ist. Und es wird so 5 Euro gekostet haben. Ich weiß leider nicht von allen die Preise. Aber ich schätze mal so 4,99 €. Dieses Washi-Tape. Dann Depot. Das war runtergesetzt auf 2 Euro. Was ist das? 79. Noch ein Washi-Tape. Fand ich sehr süß. Und das hier ist von Ikea. Ich weiß nicht, wie teuer das war. Vielleicht auch so 4 Euro, denke ich mal. Mir gefiel das mit der Melone am besten. Ja, viel Washi-Tape. Und da kommt noch mehr irgendwo. So, dann war ich gerade noch eben mit meinem Mann beim Aldi. Da hatten sie diese Halloween-Tüten, Leuchttüten. Aber man kann sie auch umfunktionieren. Ich dachte mir, dass man die vielleicht auch lochen kann. Und dann mit in so ein Album rein und Goodies reinmachen kann. Da sind 12 Stück drin. Die hatten auch noch komplett orangene. Aber die gefielen mir am besten.
Und dann eben noch beim Real 2,49 gab es diese Girlande. Und die möchte ich auch gerne zum Basteln benutzen. Also hauptsächlich die Kürbisse. Und beim Real auch für 1,99 diese Keksform. Und da kann man super Fimo-Kuchenstücke, denke ich mal, draus machen. Ja. Ja. Ach so, ja, die habe ich mir jetzt gestern mal beim Rossmann geholt. Die kostet irgendwie 3,50 Euro. Das ist so Body Pudding, Body Cream. Da habe ich schon ja, länger mal vorgestanden. Und ja, jetzt habe ich sie mir einfach mal geholt. Ich weiß nicht, wie sie duften, weil da ist noch eine Folie drüber. Aber so seht ihr, was da drin ist. Also es gibt einmal Vanille, Cherry, Coco und Karamell. Das kann ich direkt mal wegtun. Bin ich sehr gespannt, wie die so sind. Gut, dann waren meine Mom und ich im Zoo gewesen. Und dann habe ich aus dem Geschenkeshop, hat sie mir einen Alpaka geholt. Den fand ich so süß. Der ist so weich. Und dieser Blick, wie kann man da widerstehen? So niedlich. Ja, wir waren im Dortmunder Zoo. Und da waren auch Alpakas und die waren so süß. Gut. Ja, der Stapel wird lichter. So, hier, ja, meine Mutter hatte überall Teddy irgendwie. Und wir waren in der Zeit, wo ich bei ihr war, irgendwie dreimal beim Teddy. Weil bei mir ist das ja immer ein bisschen Fahrt, mit ein bisschen Bahnfahrt verbunden. Deswegen habe ich da ordentlich zugeschlagen. Meine Mama hat alles bezahlt. Und ich fand das mit den Füchsen hier, das Washi-Tape, so süß. Ich habe so viel Washi-Tape geholt, ne? Ich glaube, meine Box wird dafür gar nicht reichen. So, dann habe ich zweimal diese geholt, weil die kosten nur 1 Euro. Und das waren die letzten beiden. Und ich finde das so süß. Den Panda. Und ich möchte auch einen dann für Weihnachten verschenken. Kann man da noch was Schönes reintun. Es ist so süß. Dann für 1,50 Euro habe ich einmal dieses Band. Da ist auch schön was drauf. Einmal Einhorn und einmal mit den Dots. Das war auch dann ja auch 1,50. Gut. Ach, hier ist noch was vom Ikea. Ich weiß nicht, wie teuer die waren. Die lagen irgendwie so da rum. Das sind auf jeden Fall so Plastikstrohhalme. Und ich habe so viele von diesen Bechern, dass man das auch mal, falls mal was, einen Strohhalm verloren geht oder so, zum Auswechseln. Dann habe ich dort noch diese Geschenkpapiere geholt. Ich weiß nicht, wie teuer die waren. 1,50 Euro oder so. Die fand ich auch ganz niedlich. Dann habe ich den hier von Nanunana. Der war auf 95 Cent runtergesetzt. So ein Regenbogen-Kugelschreiber. Regenbogen? Wolke. Super süß. So, das hier ist auch vom Ikea. Da stehen keine Preise drauf. Ich habe den Kassenzettel auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind das Sticker. Ach du meine Güte, wie ist das denn? Ich mache das mal eben auf. Hui, jetzt aber. Das ist so ein Stickerbüchlein. Ach, das ist ja niedlich. Dann hat man immer dieselben. Ja, das ist ja so süß. Aber die waren alle runtergesetzt, diese Papiersachen, weil ich denke mal, dass sie das aus dem Sortiment nehmen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Washi-Tape. 1,50 und auch vom Teddy. Wieder Wassermelone. Noch mehr Washi-Tape. So, dann waren wir noch bei Ostermann und bei Trends. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das hier von. Ich glaube, das war von Trends. Das war nämlich runtergesetzt auf 1,90 €. Diese coole Dose. Candy Shop. Und da ist auch noch was drin. So, zeige ich euch nachher. Also diese Dose und dann. Ja, gut eingepackt. So. Das sind Äpfel. Hier steht nicht, doch Ostermann. Hier steht, sie sind vom Ostermann. Meine Mom hat die sich auch geholt, nur in einer anderen Farbe. Und das ist eine süße Deko für die Küche. Die werde ich dann auch gleich mit runternehmen. Und die sind halt mintfarben. Ich weiß nicht, ob das über die Kamera so gut rüberkommt. Und die glänzen richtig schön. Weiter geht's. Dann habe ich mir so eine Halloween-Tasche geholt. Da steht ja mal gar nichts drauf, aber ich meine, das wäre auch von Nanunana gewesen. Aber ich weiß leider nicht mehr den Preis. 1,50, 2 €, ich weiß es nicht mehr. Aber halt Kürbis. So, dann habe ich noch einige Sticker hier. Da habe ich mir jetzt diesen einmal mitgenommen. 1,50, ne? Oh. Aber nun ja, der ist wirklich niedlich. Und dann einmal diesen. Alles hier vom Teddy wieder. Und für 50 Cent habe ich diese Papierausschnitte. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Keine Ahnung. So, dann für 1 € diese. Fand ich auch sehr niedlich. 1,25 € diese fetten Sticker. Die hatten da auch noch mehr von, aber naja. So, ich habe hier diese Servietten. Ich glaube, waren die jetzt vom Aldi oder Rewe oder Lidl? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall aus irgendeinem Lebensmittelmarktgeschäft. So, das hier ist auch vom Teddy. Das war 2 €. Mit Alpaka natürlich drauf. Und hier sind so verschiedene Papiere drin. Hier ist noch ein Umschlag. Blau, hier in weiß, gelb. Ne? Alles verschieden. Ah, hier ist noch was von Depot. Da will ich was für meine Mama draus machen. Da habe ich diese beiden Karten gefunden. Einmal der knabbert da so ein Herzchen rein. Und Törtchen essen. Die fand ich auch so süß. Und da will ich halt solche Täschchen draus machen. Und dann kann man da oben was reinschieben für ein Album. So, jetzt haben wir hier nochmal was vom IKEA. Und das werde ich auch noch mal eben aufschneiden. So, das scheint nämlich auch so ein Stickerheft zu sein, ja. Und dann kann man das auch wieder so zuklappen. Das ist so cool. Gefällt mir. So, dann ja, waren wir bei Toys R Us und da gibt es ja auch ein Claire's. Und dann habe ich für 5 € diese Tasche hier bekommen. Da war einiges runtergesetzt. Ja, ist hier so transparent. Und die ist so süß. Wo tue ich sie denn hin? Ich habe keinen Platz mehr. So, auch von Claire's ist dieses Täschchen. Hat auch 5 € gekostet. Und ja, Cupcake. Total mein Fall hier. Sehr niedlich. Das hier ist jetzt wieder Teddy, 75 Cent. Ja, wo ich sie gekauft habe, waren alle am Platz und Stelle. Oder jetzt, wo ich zu Hause angekommen bin, sind sie alle durcheinander. Aber das macht gar nichts. Dann, ich glaube, die Sachen waren vom Trends. Ja, ihr seht's, Trends, 5 €, aber die waren runtergesetzt auf 3 €. Diese Schneidebrettchen, einmal Milchshake, nochmal so ein Milchding.
kommt dann natürlich in die Küche. Genau. Und das war dann direkt von Toys für 8,95. Ich glaube, das habe ich selbst bezahlt. Und das sind Sticky Notes. Sie hatten noch andere zur Auswahl, aber da war hier hinten so Regenbogen Pattern drauf. Aber da gefielen die Motive waren nicht so gut. Und mir gefiel auch dieser Hase gerade hier unten. Da ist auch ein Stift bei. Und ja, einfach nur putzig von diesem Manga-Model. Ja. Dann, das ist denke ich mal Kick, ja. Das war 50 Cent hier, diese Alpaka-Dinger. Die wollte ich schon mal geholt haben, da habe ich sie zurückgelegt. Ja, die kosten sonst 1,49. Ja, und jetzt habe ich sie für 50 Cent bekommen. Dann noch Glittersticker, diese Herzchen. Und dann auch nochmal die Sternchen für 1 Euro. Funkel, Funkel. Dann, das ist jetzt, denke ich mal, wieder Teddy, ja, 1,50, diese Kakteen. Fand ich auch richtig cool. Dann für 1,50, das sind solche Handysticker, aber ich werde die natürlich nicht aufs Handy packen. Nö. Dann, auch für 1,50 vom Teddy, die fand ich auch sehr schön. Und dann hatten sie hier 3 Stück von diesen Blöcken. 2 werde ich dann für Weihnachten wegtun. Und da habe ich 30 Cent pro Block bezahlt. Das ist halt von diesem Black. Und ja, ich denke mal, den Block kennt ihr. Ups, ja. So, direkt 3 Stück mitgenommen. 1,50 diese Holzklammern, die fand ich ganz witzig. Solche Klemmerchen brauche ich immer. Genau, ich glaube, das war auch von Depot für 2 Euro noch was. Da stand kein Preis dran. Meine Mama hat extra noch nach dem Preis gefragt. Hier ein Flamingo drauf. Fand ich auch sehr süß. Ja, das ist auch vom Toys R Us gewesen. Diese Buchstabensticker. Ah, ich weiß nicht, die waren auch irgendwie runter. Ich glaube 99 Cent oder so waren die. Ich fand die so schön. So, dann noch von Toys. Das habe ich mir auch selber geholt, weil das war 9,99 €. So, und zwar kann man sich da so Karten draus machen. So, dann hat man einmal hier Sticker. Ich klappe das mal nach hinten. Moment, ich muss das mal eben ein bisschen freiräumen. So geht's besser. So, hier haben wir Sticker. Hier sind Buchstabensticker. Hier sind auch nochmal richtig schöne. Schön bunt. Hier auch. Noch mehr Sticker. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Sticker. Noch mehr. Echt süß. Und die scheinen dann, denke ich mal, so ein bisschen anders zu sein. Ich weiß es nicht. Oder die sind einfach halt nur größer. Keine Ahnung. Noch mehr Sticker. So. Und jetzt geht es hier weiter mit Papier. Hier ist auch ein Knick in der Mitte. Und das ist richtig stabil. Und ich mache das mal ein bisschen schneller. Hier diese. Hier mit Wölkchen. Das finde ich auch mega schön. Hier so Regenbogen. Sternchen. Eis, Pünktchen, ups,
Wölkchen, Streifen. So, und hier zum Schluss hat man noch sowas, ja, zum Ausmalen oder Abpauschen. Ja, Meerjungfrauen hier. Noch so ein Rätseldings. Genau. So, das war das. Dann, das ist von Nanunana. Das war runtergesetzt auf 1 Euro. Das ist so ein Blanko. Ja, Heftchen. Ja, also was ich sagen wollte war, ich benutze die gerne als, also für Skizzen, aber da war mein Speicher dann voll. So, dann habe ich zweimal das von Nanunana hier mitgenommen, so eine für den Schreibtisch. Weil das war runtergesetzt auf 1,95. Werde ich eins behalten und eins für Weihnachten verschenken. Dann, das war auch von Tolls. Das war auch untergesetzt und da kann man so kleine Törtchen machen. So ein komplettes Set mit Anleitung und allem. Und ja, fand ich total süß. Und die kann man alle damit machen. Das Schöne ist, den Filz kann man sich ja auch so kaufen und man hat ja die Vorlagen und alles, dann kann man sich das immer wieder machen. So, dann waren meine Mom und ich in einem ganz niedlichen Laden, der heißt Cake Decorations, Decoration Shop, so. Hatte ich mir direkt mal einen Flyer mitgenommen und da, ja, habe ich mir auch ein paar Sachen ausgesucht. Und zwar einmal diese Mold, ja. Da kann man richtig süße Sachen machen, aber ich werde das für Fimo benutzen. Und dann drei so ganz kleine. Dann habe ich einmal so ein Sternchen. Das ist so eine Katze. Und ein kleines Herz. Und dann diese Form. Da kann ich dann auch super Kuchen oder Kekse draus machen, für, also in Fimo. Ne? Und diese Schokoladenmold, die ist richtig cool. Die hatten da noch eine andere, aber die war irgendwie gröber. Und man kann sich ja auch das so abteilen, dass man nur so einen Riegel quasi hat. Genau, und das war das aus diesem Shop. Ich schau mal eben. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja, das reicht ja auch. Das ist ja genug. Das war ganz schön viel. Und es sind wirklich wunderschöne Sachen. Danke nochmal an meine Mami, dass sie mir das alles geholt hat. Und ja, das war's von diesem Haul. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video anzuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.